Herzlich willkommen zum heutigen Video, bei dem ihr sehen könnt, was alles bei dem Bemühen, die Aufnahmen für das Buch schön hinzubekommen, schiefgegangen ist. Außerdem erwartet euch am Ende dieses Videos ein Gewinnspiel mit Waren im Wert von ungefähr 100 Euro, über die sich eure Tiere garantiert freuen und die wir wirklich nur empfehlen können. Um den Futterbaum vom Anfang aufzunehmen, brauchte ich natürlich viel Platz. Und da ich wusste, dass Tiffy und Friedrich mich nicht in Ruhe werkeln lassen, musste ich die Tür zu ihrer gewohnten Wiese schließen, um in Ruhe arbeiten zu können. Aber für Tiffy war das gar kein Problem. Immer wieder sprang sie über den Zaun und sorgte für fette, schwarze Fußabdrücke auf dem blauen Himmel, sodass ich dann versuchte, mit Säcken den Himmel vor weiteren Tapsen zu schützen, zumal der Kater mittlerweile auch aufmerksam geworden war. Irgendwann habe ich dann klein beigegeben, habe Friedrich hineingelassen, Futter weit weg von meinem Bildmotiv gelegt und gehofft, dass die beiden da hingehen. Aber das, was auf meinem Baum war, war natürlich tausendmal interessanter und es war ganz schwer möglich, ein vernünftiges Foto zu bekommen. Daraus lernte ich. Deshalb nahm ich den Futterkorb mit allen Grünzeug, was Kaninchen gerne fressen, in den frühen Morgenstunden auf, als die beiden Kaninchen noch in ihrem Nachtstall waren. Aber Kater Olli lief immer wieder ins Bild. Es gibt einen großen Bilderdienst, bei dem sich Verlage Bilder leihen, um sie in den Büchern abzudrucken. Dort gab es einen Handwagen, der mit Möhren beladen war, leider ohne Grün, und der von fleißigen Häschen durch die Landschaft gezogen wurde. Diesen Häschen sah man an, dass sie wohl kaum jemals eine grüne Wiese gesehen hatten. Und deswegen hatte ich den Ehrgeiz, auch diese Aufnahmen selbst besser hinzubekommen. Diesmal hatte ich mich auch so gut vorbereitet, dass ich wusste, egal was die zwei anknabbern, ich habe noch Reservegemüse da, um Angeknabbertes auswechseln zu können. Denn wie ihr hier am ersten in den Wagen gelegten Kohlrabi seht, es dauerte nicht lange und kein Blatt war mehr da und das Interesse für den Wagen war verloren. Das war meine Chance. Jetzt konnte ich den Wagen füllen. Aber ihr kennt ja unseren Olli, der ein wahrer Hasenfuß ist. Und sobald er an den Wagen ging, gingen meine zwei Kaninchen in den Jagdmodus. Dennoch haben wir es irgendwann geschafft, dass sie völlig begeistert am Wagen fraßen. Und als beide endlich in einer guten Position standen und Tiffy wie wild am Möhrenkraut zog, drückte ich ab und schoss das Foto fürs Buch. Und der angefressene Brokkoli machte mir keine Sorgen, weil ich hoffte, dass das gut zu retuschieren ist. Mensch, macht nicht so schnell. Jetzt muss man aufs Foto. Ach, meine Güte. Unglaubliche Probleme machte uns diese Seite. In ihr sollte es um das weihnachtliche Feiern mit Kaninchen gehen und was man dabei beachten muss. Zuerst schneite es ewig nicht. Dann saß Friedrich schneller auf dem Tisch, als man gucken konnte, um zu warten, was wir ihm hinlegen. Und dann interessierte er sich nicht für die grüne Deko, sondern nur für die Panade vom Käse. Und auch Tiffy nahm das ihr in den Mund gedrückte Salatblatt eher widerwillig und gierte die ganze Zeit nach dem Kartoffelsalat, der ja eigentlich für Menschen gedacht sein sollte. Endlich schneite es dann und wir bauten eine Szenerie im Garten auf. Aber auch hier ging alles schief. Mein Mann bekam zwar einen schönen Schneemann zustande, aber dann brauchten wir Steine für die Augen. Aber Steine waren unter dem tiefen Schnee nicht zu finden, also nahmen wir rote Beete. Die roten Beete in Verbindung mit dem Schnee führten aber dazu, dass der Schneemann in Blitzesschnelle anfing, blutrote Tränen zu weinen. Daraufhin musste mein Mann mit viel Schnee immer wieder das Make-up des Schneemanns erneuern, wie man hier sehr gut sehen kann. Auch das ursprünglich geplante Anknabbern der Nasenmöhre durch unsere Amy, die sonst für jeden Blödsinn zu haben ist, war nicht zu inszenieren. Amy fand die Möhre eklig und alles andere wesentlich interessanter. Besonders interessant fand sie aber den Rotwein im hintrapierten Glas. Wir konnten gar nicht so schnell schauen, wie sie immer wieder dieses Glas umkippte, was vom kleinen Tischchen herunterfiel und sofort auf dem Fußboden kaputt ging.
Wir brauchten im Verlaufe dieser Aufnahmen 4 Gläser mit Rotwein und irgendwann gaben wir auf, Rotwein ins Glas zu geben. Er war mittlerweile auch eingefroren wegen der großen Kälte und dann machte sie sich über den Grünkohl her. Aber auch das so ruppig, dass kein vernünftiges Foto zustande kam. Und deshalb ist dieses Foto dann doch nicht im Buch gelandet. Unsere Kaninchen hoppeln auch gern einmal bei den Kühen umher. Aber eine liegende Kuh zu kriegen, vor der ein Kaninchen sitzt, sodass das Foto über 2 Seiten gezogen werden kann, war schier ein Ding der Unmöglichkeit. Unsere 2 Kälbchen fanden Hugo total spannend. Hugo fand die Kälber auch sowas von interessant, vor allen Dingen, als sie ihm plötzlich übers Köpfchen tuffelten, dachte er, was ist denn das für eine neue Schmuseeinheit? Aber keiner war so entspannt, sich einmal hinzulegen, geschweige denn die Bildidee, die wir hatten, brav umzusetzen. Aber wir wollen unsere Tiere nicht quälen und deswegen landete zum Schluss ein Bild einer fremden Kuh und eines fremden Kaninchens im Buch. Und wie das zustande gekommen ist, wissen wir nicht, aber es ist sehr zu vermuten, dass das doch eine Collage ist. Hugo und unsere Zwillingskälber waren sich dann irgendwann einig, dass das Heu wesentlich interessanter ist als die Kamera. Beim Dreh für die Aufnahmen zum Filmchen, was ich euch vergangene Woche gezeigt habe, hat mein Enkel kräftig mitgeholfen. Und Ida ist generell eine sehr entspannte Kaninchendame, die man eigentlich durch nichts aus der Ruhe bringen kann, es sei denn, man akzeptiert ihren Willen nicht. Und hier war ihr Wille, die letzten Möhrchen vom vergangenen Jahr im Hochbeet auszubuddeln und dabei ließ sie sich sehr schön und entspannt fotografieren. Dann aber versuchte ich, sie in einer schönen Position zum Sitzen zu bekommen. Und anfangs fand sie die Kamera auch total spannend, aber dass sie das Köpfchen hochtun sollte, das fand sie total blöd. Und hier seht ihr die typische Angriffsstellung von einem Kaninchen, was sich genervt fühlt. Und da sie mir dann den Rücken zudrehte und sich sagte, mit dem Frauchen heute, es macht gar keinen Spaß, schoss mein Enkel ab und erwischte dadurch unheimlich schöne Porträtaufnahmen von unserer Ida. Ja, wie soll man denn da zeichnen können? Und diese halbwüchsigen hellen Großsilberkaninchen sind eigentlich sehr entspannt, weil wir in unserem Garten allerhand Tiere umherlaufen haben und deswegen machen sie höchstens mal Menschen, um zu schauen, was denn da kräht oder zwitschert, aber fressen dann gleich weiter. Deswegen waren sie die idealen Kandidaten für diese Filmaufnahmen. Natürlich hatten Kaninchen keinerlei Einsehen in irgendwelche zeichnerischen Vorgänge und Kater Olli hatte wie immer Angst. Da man nicht die ganze Zeit von den gleichen Kaninchenaufnahmen machen wollte, habe ich immer mal welche auf den Tisch gesetzt und dann wieder zurück auf das große, breite Sofa. Ihr seht auch, das Kaninchen hat nicht halb so viel Angst wie der Kater. Und der Kater war völlig entsetzt, dass er sich verstecken konnte, wie er wollte. Selbst dann fanden ihn die Kaninchen und seine Nerven sind wirklich nicht die besten, wie ihr hier sehen könnt. Der Verkauf für mein Buch Happy Kaninchen, was ihr hier gerade noch einmal seht, ist schon sehr, sehr gut gestartet und vor lauter Freude darüber möchte ich heute mit euch ein Gewinnspiel veranstalten. Dafür müsst ihr mir lediglich ein Foto des von euch gekauften Buches und eures Haustieres oder ein anderes schönes Foto, in dem ihr das Buch zeigt, einsenden. Ihr könnt das entweder auf Instagram per Direktnachricht machen oder ihr schickt es mir an die unten angegebene E-Mail-Adresse und sichert mir bitte zu, dass ich die Bildrechte für diese Bilder habe, denn ich würde dann gerne auch ein Video machen, in dem ich eure Bilder, eure Tiere mit meinem Buch zeige. Denn die Absicht dieses Buches ist es ja, dass es immer mehr Tieren gut geht und jeder über artgerechte Haltung informiert ist. Verlost werden Produkte von Grünhopper, die ich uneingeschränkt empfehlen kann, weil sie wirklich nur gut verträgliche und gesunde Inhaltsstoffe haben. Außerdem frisch in unserem Garten geschnittene Haselnuss- und Obstbaumzweige zum Knabbern. Alles das wird verpackt in einem Karton mit Thüringer Bioheu
Und natürlich brauchen eure Tiere auch Näpfe, in denen ihr das Futter geben könnt. Und deshalb gibt es noch pro Paket einen Keramiknapf aus unserer Töpferwerkstatt, wie ihr dann gleich auf dem Foto sehen werdet. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr mindestens 18 Jahre alt sein oder das Einverständnis eurer Eltern haben. Außerdem solltet ihr in Deutschland leben oder wenn ihr nicht aus Deutschland kommt, müsstet ihr bitte bereit sein, mir die Portokosten zu erstatten. Jeglicher Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir übernehmen keinerlei Garantien für irgendetwas. Natürlich sind wir davon überzeugt, dass all diese Produkte sehr gut und kerngesund sind. Und wer kein Kaninchen hat, aber das Buch als Ostergeschenk kaufen möchte, kann natürlich gerne auch das Buch mit seinem Plüschtier, seinem Hund oder seiner Katze fotografieren. Viel Spaß und viel Glück. Wir verlosen zwei große Pakete.